Und damit, servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zentron Kagura Festival versus Festival. So, und nun, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, nuschel ich ein bisschen, glaube ich. Aber ich habe ja neues Zeug gekriegt. Wieso kostet das Hawaii-Shirt 9.800? Voll krank. Aber ich habe ja noch das Military. Military ist das, was du kaufen willst. Komisch. Englisch irgendwie. Also ich blick dieses Englisch nicht, was da gerade stand. Is what you want to buy. Das klingt irgendwie so verkehrt. So, und was ich jetzt vorher noch mache, bevor ich da das Zeug anprobiere. Also nicht ich, sondern eine von denen. Habe ich immer noch keine Ahnung, wie man die Lottery Tokens kriegt. Total Gifts, Luck, Donation. Was heißt dieses Gifts eigentlich? Kann man sich hier gegenseitig so Lottery Tokens schicken und Klamotten und so oder was? Eine normale Münze entspricht 110. Ach so, da kann ich mir jetzt das hier. Ah, okay, da links kann man sehen, wie viel Zeni ich da reinhau. 1000. Du bist dabei, die Lotterie zu spielen. Bist du bereit? Ja, ich probier's mal. Shake it, Baby! Hä? Und wie soll ich das machen? Ah, mit X. Efficiency Rank. Wie kann ich die... Kann ich die nicht mit Controller schütteln? Das wäre irgendwie lustig. Meh. Hä? Was soll das heißen? Niete oder was? Yay, ich hab einen karierten Bikini gekriegt. Nee, das ist Unterwäsche. Ups. Okay. Wenn ich jetzt nochmal Zeni reinhau, was passiert dann? Mach mal. Na? Nice. Okay, gibt's da je nach Menge von Zeni anderes Zeug oder was? Yay, noch mehr Unterwäsche. Rot-Schwarz. Okidoki. Heißt es egal, wie viel Kohle ich da reinhaue, es wird immer besser? Oder was? Nun denn. Ich finde es immer noch lustig, wie die aufsteht. Wirbeln erstmal Kilometer ihre Haare rum und dann flupp, hopst sie da so hoch. So, jetzt geh, aber hab keine Zähne mehr. Zeig mal her, was macht das Military? Man sieht, ich habe mir da ein bisschen darum gespielt. Ich verändere die jetzt hier so nach und nach ein bisschen. So, dann kann ich die nachher noch nach der Folge ein bisschen was verändern. So, wo ist denn das jetzt? Ganz unten wahrscheinlich.
Ah ne, das müsste jetzt eigentlich da. Military. Wieso dreht die sich eigentlich immer, wenn ich rauszoome? Okay. Ich weiß nicht, welches Militär das ist, aber in das Land will ich. Und das hier ist bestimmt eine schusssichere Weste. Hör mal auf, so rumzuwackeln. So rumzuwackeln. Warte mal. Hier, ne? Was passiert eigentlich? Was ist das? Aha. Dunkelblau. Jawohl, rosa Armee. Das sieht eher nach Stewardess aus. Keine Ahnung. Eins von den Girls von der Gamescom, die da vorne dran rumstehen und einem so Flyer in die Hand drücken. Politesse. Okay, bleibt das jetzt so? Wahrscheinlich. Okay. Das war das. Und jetzt muss ich wieder ein paar Zeni verdienen. Das heißt, es geht weiter in der Story. Story mit SCH. Weil badisch. Murasaki muss ich besiegen. Hä? Warte mal. Ah, okay. Wollte gerade sagen, ich habe doch schon mit der jetzt. Hat jetzt auf einmal kommt die nochmal. Aber okay. Warte mal, wo ist sie denn? Da unten. Da ist sie. Es kommt noch nicht raus. Ich... Hast du Verstopfung gehabt oder was? Schauen wir mal. Hallo, Ladebildschirm. Mach mal hinne. Hey, der Tipp stand mal länger da, aber man kann es trotzdem nicht lesen. Das klingt wirklich nach Verstopfung. Aha. Du scheinst in einem Pickel zu sein. Oder in einer Zwickmühle wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oder im Pipi-Tanz. Hä? Und was ist es dann? Ist es... Aha, die macht also Online-Mangas sozusagen. Und hat keinen Plan, was er für einen neuen Charakter einbauen soll. Keine Ahnung. Muss sie ja wissen. Ist doch ihr Manga, oder nicht? Hat die noch nie was vom Internet gehört, oder was? Ja, ja. Das Internet hat eine komische Kraft. Meistens bei irgendwelchen komischen Online-Petitionen. Die Zeit ist ja nicht gestoppt in der anderen Welt, die läuft nur viel langsamer, habe ich gedacht. Sora war 1人だけいるみたいなんだよね.
何回も何回も私のホームページにアクセスしてくる人が、多分あいつだと思うけど。Wer checkt deine Homepage? Und das ununterbrochen? Wenn die Zeit angehalten ist, dann muss die ja hier auf der Insel sein, oder nicht? Hätte ich mir eigentlich fast denken können, dass es die ist. Die ist mit euch auf die Insel gekommen, schon vergessen? Aha. Ein Fangirl sozusagen. Kennen bestimmt auch ein paar von euch, wenn sie bei Gronkh Erster schreiben wollen. F5. Und dann Internet abgeschmiert. Weil selber gedetost. Haha. Und ja, ich weiß, was ein Dedos ist. Das war einfach nur Blödsinngelaber. Ja gut, wenn sie ein Fan ist, dann fragst du doch mal, vielleicht hat sie eine Idee oder wird gern irgendein Charakter da sehen und dann kannst du es einbauen. Nicht, oder? Dafür sind doch Kommentare und sowas da bei Online-Zeugs, schätze ich mal. Das erinnert mich an diesen einen Typen da auf Nickelodeon mit seiner Handpuppe. Sonst immer so nett zurückhalten und dann, wenn die Puppe schwätzt, kommt das Arschloch raus. Sag ich ja. Ich würde gerne den Rest so schnell wie möglich lesen. Zum Glück hat sie nicht mit irgendwas angefangen wie Dragon Ball oder so. Das dann nach 10 Jahren nochmal weitergeht und nochmal weitergeht. Und irgendwann Universum kaputt. Kommt jetzt, ach, dann lass uns kämpfen, um den Kopf frei zu kriegen, oder was? Was? Das sollte wahrscheinlich physically heißen. Das letzte Wort, was die da gesagt hat. Aber das ist die Kampfansage, wie ich es vermutet habe. Das heißt, sie gibt dir Schläge auf den Hinterkopf, weil die erhöhen das Denkvermögen. So. Gib ihm. Neue Idee. Alter, was war das jetzt gerade? Die Stimme voll geändert, der Blick. Ich frag mich, ob die sich noch irgendwie verändert so im Laufe des Spiels, ob die dann noch irgendwie so voll die coole Sau wird. So lockerer ein bisschen, nicht immer so schüchtern labert und so. Könnte ja sein. Aber, ich schieb einfach meine Hand rein, greife deine Ideen und ziehe sie einfach raus. Das ist ein Satz, leicht komisch. Vor allem, wo greift sie rein? In der Mund? Um schneller am Hirn zu sein? Oder was? Ja, warte mal, wenn sie das von
deinem Hintereingang aus versucht. Die dir die Faust in die Fresse hauen, um dir irgendwelche Ideen zu geben, oder was? Supergeile Fans. Ich glaube, die gucken lieber alle zu. Scheint so, als ob keine Hilfe kommt. Muss sie wohl alleine kämpfen. Aber ich bin ja da, ich drück die ganze Zeit Viereck. Beste Kombo hier. Schade, ich habe gedacht, die Kamerafahrt geht jetzt ewig so lang. Aber Sensoji Streets. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aber das ist auch eine neue Gegend. Wenn ich Dreieck gedrückt halt, was passiert dann? Ey, die hat mich hier durch das... Achso, da kann man einfach durchlaufen. Jawohl. Hey, voll im Baum. Ich hau die Kirschblüten in euch rein. Oder aus euch raus, wie auch immer. Das Dumme ist halt, dass man durch den Baum nichts sieht. Aber hier ist überall Baum. Was macht der Mülleimer da? Ups. Okay. Die müssten jetzt Platz sein. Dann halt nicht. Eine hat's überlebt. Wenn das wenigstens mal hier die noch treffen wird. Da blitzert sie da mit dem Zeugs darum und... Hoppla. Hä? Wen hat die jetzt gehauen? Oh. Interaktiv. Moment. Da waren doch jetzt gerade noch von den Geschossen welche da. Ah, da ist schon noch eine Kiste. A Bump. Ah, da komme ich nicht hin. Kann ich den Mülleimer hier nicht kaputt hauen? Ah, doch. Achso, ich habe gedacht, die andere, wo da hinten gegen mich gekämpft hat, hat mich getroffen, aber das war nur das... Der Einschlag von meinen Projektilen sozusagen. Was? Ah, dahin. Wolle. Also sowas muss man dann wohl einlösen, wenn man... wenn die noch auf einen zugerannt kommen. Yeah, Level 8. Hey, die brennen ja immer noch. So. Hä? Das sind nochmal neue aufgetaucht. Kann das sein? Ah ja. Hey, der Ziegenpeter. Boah, Glück gehabt. Hey, wieso? Wieso ist der Dicke nicht mit in die Luft geflogen? Au. Menno, eigentlich hätte er volle Kanne mitfliegen müssen jetzt. Aha, der klopft sich also vorher auf den Bauch, bevor er diesen komischen Sprung macht. Ich glaube, ich sollte abhauen. Jawohl, jetzt aber. Hä? Hä? Arschschuss, sozusagen. Hallo, wo bin ich? Mann, woher weiß ich, wann der dicke Ball platt ist? Hä? Okay. Hat sich in ein Mädel verwandelt. Hui. Die beamt sich. Wo ist sie?
Alter. Hat die diese Tür-Tür-Frucht aus One Piece oder was? Autschi. Nein, Mann. Nicht schon wieder verlieren. Alter, wie oft muss ich die kaputt hauen? Oh, Kacke. Hm? Oh oh. Sag mal, das gibt's doch nicht. Okay, ich muss jetzt schon Shinobi transformieren. Hammerhart, hey. Was ist das für ein komischer Gegner, hey? Muss 10.000 Mal angreifen. Und das ist nur so ein normales, blödes Teil da. Ey. So, gehen wir nicht auf Keks dahin. Und das Ding lebt immer noch. Alter. Nix da. Mann, geh doch weg. Ich glaub das... Oh ey, Alter, was ist denn das für ein Scheißgegner, ey? Das ist ja abnormal. Du bist jetzt platt... Ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Jetzt aber. Ey, fick dich jetzt. Ist das Ding jetzt bald platt? Kann doch nicht wahr sein. Sag mal. Tot jetzt. Ey, die hat Miniguns. Was geht? Alter, fick dich jetzt, du blöde, komisches Einhorn-Ding da. Widder, Tusse. Und ich hab nix, wo ich da irgendwo... Mach die Kiste kaputt. Aha. Ey, ab nochmal. Jetzt endlich platt. Alter, endlich, ey. Und ich habe wieder volle Lebensenergie gekriegt. Puh. Ey, hoffentlich kommt da nicht nochmal so einer. Hey, das ist ja mal voll scheiße. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Alter. Dann kannst du die nicht angreifen, weil sie dich dann blitzdingst. Wenn du eine Spezialattacke machst, dann teleportiert sie sich weg. Achso. Ja, gegen dich weiß ich wenigstens, wie ich kämpfen muss. Wo ist du denn? Ha! Und schon sind die Klamotten kaputt. Shinobi Tenchi. Hä, was gibt's hier für... Hallo? Ah, jetzt. Schon gedacht, es kann doch nicht sein, dass die sich nicht verwandelt. Normalerweise immer, wenn die Klamotten kaputt gehen, kommt die Verwandlung. Das ist so witzig, wie das... Warte mal, ich habe ja noch die elektrische Kanonenkugel hier. Und jetzt... Was war nochmal Dreieck? Ah. Wo ist er denn? Okay. Und das hier ist aber irgendwie... Nein, was macht denn die? Ich guck sie an hier, weißt du, und was macht die? Au.
Das Blöde ist... Alter... Also der Platz hier, der ist ziemlich beengt, würde ich mal sagen. Man sieht seinen eigenen Charakter nicht, der zielt dann irgendwo hin. So, jetzt aber. Hä? Na also. Das sieht einfach so komisch aus, wenn da halt der Rock fehlt. So, jetzt muss ich erstmal wieder kämpfen, damit ich hier wieder eine Rolle krieg. Jawohl, gleich zwei. Excellent Form. Alter, Alter, Alter. So, jetzt aber. Ich hab dich umgemäht. Was? Hm? Naja, total lahm. Die hat sich ja auch nicht bewegt. Du hast nur in die falsche Richtung geschossen. Der komische Ziegepeter vorher, der war... auf jeden Fall nicht lahm. Der war scheiße. Aber ich hab gewonnen. Gerade so, glaube ich. So, schauen wir mal. Hat sie eine Idee? Okay, Hirn intakt, gut. Aber heißt das jetzt, du hast eine Idee gehabt oder einfach nur, ich kann noch denken, obwohl ich eine aufs Maul gekriegt habe? Ja, wie? Dann gib's einfach auf. Ich meine, gut. Man muss halt eben warten. So ähnlich wie bei der neuen One Piece Folge. Da muss ich auch eine Woche lang warten. Kann schon immer schwätzen. Das blendende Licht da lenkt ab. Aha, sie hat doch eine Idee. Eigentlich müsste ich jetzt freuen und nicht was. Nur weil ihr der Charakter gefehlt hat, kann sie jetzt halt wochenlang weiterschreiben. Ja, kannst du. Ich finde es immer so lustig, wie die Augen sich verändern, so. Gerade bei der Blitzbirne da. Ja, ja, ich fange gleich an. Dauert aber trotzdem eine Woche. Ja, wenn man so jemand hat, ist das immer gut. Was kommt jetzt? Ich fange gleich mal an zu schreiben, sonst vergesse ich sie wieder. Kenne ich. Von einem Raum in den anderen. Was wollte ich nochmal?
verdammt vergessen. Ich kann nicht warten. Dann geh dich mal umziehen, vielleicht bist du dann fertig. Oder was heißt umziehen? Anziehen, besser gesagt. Mal schauen, wie viele Zeni ich gekriegt habe. 9 Minuten. 3000. 4000. Nee, es ist nicht dein Fehler, es war der Ziegenpeter. So, mal schauen. Ja, Level up. Ja, Level up. Sieht so aus, als würde ich langsam wachsen. Ja gut, bei deiner Körpergröße, wenn du die Kleinschütter bist, könnte es ja noch passieren, ne? Dass du noch wachst. Aber das Flash und Young und so, das geht mal gar nicht hoch bei der. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das letzte Mal da noch stand. So, dann schauen wir mal, was man noch alles gekriegt habe. Yeah, Creative Finisher. Was? Splendor of Edo. Okay. Yeah, neuer Move. Miniguns. Okay, das war's. Schade. Ich hab gedacht, ich krieg noch irgendwas. Nun denn. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was in der nächsten Folge passiert. Ob da noch jemand einen Fan hat oder so. Mal gucken. Allerhop. Bis dann.